So Leute, willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht's so richtig in die Tiefe mit dem Max. Und es geht hierbei nicht um irgendwelche Computer von Apple, sondern um Message Authentication Codes. Haben wir letztes Mal schon angefangen, so eine kleine Einführung. Ich möchte auch hier nicht arg viel mehr machen wie eine Einführung. Es ist nämlich sehr, sehr ähnlich wie digitale Signaturen. Die ersetzen nämlich dann später die Max bei der asymmetrischen Kryptografie und deswegen gehen wir hier auch nicht so sehr auf die Definition von der Sicherheit ein, sondern ich möchte euch einfach direkt ein Schema vorstellen, wie man diese Max sicher berechnen kann. Und ja, dadurch kann man dann eben so Sachen wie Authentizität und Integrität darstellen. Authentizität heißt, dass es auch wirklich die Nachricht ist, die wir erwarten, und Integrität ist, dass sie auch wirklich von der Person kommt, die wir erwarten. Okay, also niemand kann die Dinger fälschen. Gut, darum geht es im Prinzip die ganze Zeit, niemand kann das Zeug fälschen. Fangen wir also an mit einer Fixed-Length-MAC-Adresse, oder nicht MAC-Adresse, Entschuldigung, MAC-Tag. Ja, also Fixed-Length ist immer so eine Sache, wenn die Nachricht, Fixed-Length-MAC, ups, ganz toll, ich mag sowas nicht, okay. Also wir haben eine Fixed Length MAC. Ich schreibe hier das A und C mal groß, damit wir sehen, dass es eine Abkürzung ist. Und zwar habe ich euch da schon mal so ein kleines bisschen was gezeigt, nämlich hier oben das Generate ist ein Random Key und das Verify ist kanonisch. Haben wir alles letztes Mal gehabt. Dieses Mal brauchen wir also nur noch den MAC-Algorithmus. So, und wie könnte es einfacher sein? Wir lassen einfach uns den Tag erstellen. Ich sollte vielleicht noch hinschreiben, Mac von K, M. Also wir haben einen Schlüssel K und eine Nachricht M. So, und das Ding gibt uns einfach ein T zurück und dieses T ist, eigentlich brauchen wir ja nicht mal dieses andere Teil, F von K, M. So. Und f ist dabei eine pseudo-zufällige Funktion. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus mit dem ist gleich hier und mit dem ist gleich hier. So schreibt sich das zum Beispiel, würde sich in Haskell schreiben. Aber so schreibt sich zum Beispiel auch im Pseudocode. Das soll einfach nur kurz darstellen. Wir können den Tag berechnen, der von einem Mac-Algorithmus berechnet wird, indem wir einfach hier eine Pseudo-Zufallsfunktion laufen lassen für f von dem Schlüssel und der Nachricht. So. Und das Ding ist jetzt schon mal sicher. Allerdings haben wir noch ein Problem. Und zwar, dass es Fixed Length ist. Wir hatten jetzt uns quasi ein Bein ausgerissen, dass das ganze System vorher CPA sicher ist und bleibt und dafür aber beliebig lange Nachrichten gesendet werden können. Und diese beliebig langen Nachrichten, die wollen wir jetzt auch natürlich für Macs haben. So, dazu konstruieren wir nacheinander solche Max. Allerdings werden wir nur die letzte Konstruktion verwenden können. Ich zeige euch immer, warum wir die Konstruktion davor nicht verwenden können. Wir machen das jetzt hier auch relativ inoffiziell. Ich glaube, ihr seid nicht ganz so versessen auf die Beweise. Und wenn nicht, dann, oder wenn doch, dann dürft ihr die auch gerne mal als Übung machen. Die sind nicht allzu schwer. Achtet einfach darauf. Hier benutzen wir eine pseudo-zufällige Funktion. Der Beweis wäre zum Beispiel dann über dadurch, dass wir die pseudo-zufällige Funktion durch eine echt zufällige Funktion tauschen. Okay, würde ich euch als Übung empfehlen. Habt ihr ja schon mal gesehen, wie sowas funktioniert. Also konstruieren wir uns eine MAC oder ein Message Authentication Code, ein MAC im Prinzip, für beliebig lange Nachrichten. Als erstes probieren wir es mal so aus. Wir haben unsere Nachricht M mal wieder aufgeteilt in gleich lange Nachrichten M1, M2, ups, und so weiter bis MD. So, und diese Einzelnachrichten, die wollen jetzt hier natürlich auch alle authentifiziert werden. So, wir können jetzt natürlich ganz easy sagen, ich hätte gerne meinen MAC-Code, also meinen Tag TI an dieser Stelle hier jetzt gerade mal. TI bedeutet so viel wie
I kann 1 sein, I kann 2 sein, I kann jede Zahl zwischen 1 oder jeweils einschließlich zwischen 1 und D sein, also M1, T1 bis TD. Also jeder dieser Max berechnet sich durch Mac von K, MI. Hier gilt auch, I ist dann wiederum alle Zahlen zwischen 1 und D. So, und unser Gesamttag ist dann, ist dann einfach T1. Na, weg damit. Komm schon, jetzt. T2 und so weiter bis hin zu TD. So, das Problem hierbei ist allerdings folgendes. Wir sind immer noch nicht gefeit gegen Block Reordering Attacks. Das bedeutet, wir können einfach hier sagen, okay, die Nachricht M packen wir einfach mal so hin. Ach komm schon, sei doch nicht so. Okay, wir können einfach die Nachricht drehen und dabei die Tags hier unten drehen, also T2 an die Stelle von T1 schieben und schon haben wir die Nachricht erfolgreich gefälscht. Und da haben wir dann zum Beispiel statt einem Gehalt von 1.900 Euro haben wir dann halt ein Gehalt von 9.100 Euro. Blöd gelaufen, so geht es nicht. Warum ist das jetzt möglich? Wir haben ja sowas gesehen wie das hier, Cypher-Block-Chaining, da war das ja schon alles nicht mehr möglich, weil wir hier die Verschlüsselung von hier genommen haben und hier weitergemacht haben. Naja, wir müssen davon ausgehen, dass wir ein CPA-sicheres Verfahren hier bei zugrunde legen für die Verschlüsselung von der Nachricht. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass dieses Verfahren auch wirklich gegen diese Block-Reordering-Attacks gefeit ist. Und das ist nämlich in CPA-Sicherheit nicht von Anfang an drin. Das heißt, dagegen sind wir nicht gefeit. Deswegen geht diese Art T zu berechnen, also den Tag zu berechnen, nicht. Ach komm schon, nee, das machen wir nicht. Okay, was haben wir stattdessen? Diesmal habe ich es cleverer gemacht. Okay, wir können also nicht einfach so den Tag berechnen, denn sonst könnte man die Blöcke neu zuordnen. Was machen wir also stattdessen? Wir packen hier rein in die Nachricht jedes Mal vorne dran einfach noch ein I. Jetzt könnt ihr euch das vorstellen, das wird einfach vorne dran geschrieben als Bit kodiert. Also die Stelle, an der wir gerade sind, da schreibt man dann I und diese zwei Stellen hier. Achtung, das sind keine Betragsstriche oder sowas. Das ist auch kein oder, kein logisches, sondern es ist tatsächlich einfach I hinschreiben und dann MI hinschreiben. Das heißt, wir geben bei jeder Nachricht noch zusätzlich an, welche Nachricht es gerade ist. Das wäre ja gegen diese Block Reordering Attacks ziemlich sinnvoll. Okay, naja, wir sind immer noch nicht fertig, denn dagegen kann man Folgendes machen. Ich schiebe den Gesamttag hier einfach mal nach unten. Der bleibt nämlich eigentlich immer gleich. Bis aufs letzte Mal, da werden wir ein bisschen ändern. Okay, das Problem ist hierbei, wenn ich das mache, kann ich immer noch TD wegfallen lassen. Und MD kann ich dann auch wegfallen lassen. So, dann habe ich nur noch bis D-1. Das wäre zum Beispiel wichtig, wenn ich eine Zahlung in Auftrag gebe, zum Beispiel an Amazon oder sowas, Amazon, wie man es auch aussprechen möchte. Und ich möchte zum Beispiel statt 10.000 Euro, da war es wahrscheinlich irgendwie teuer oder sowas, nur 1.000 Euro bezahlen. Doof gelaufen. Ich muss jetzt nur noch 1.000 Euro bezahlen, weil ich hier keine CCA-Sicherheit verwendet habe und ja einen dämlichen Mac berechnet habe, die nicht wirklich was gebracht hat. Okay, was machen wir also gegen so eine Truncation Attack, die Blöcke am Ende fallen lässt? Wir schreiben die Gesamtlänge vorne dran. Also, wir schreiben vor unser I noch zusätzlich L, das ist ein kleines L hier, also die in dem Fall wäre es ein D, wir haben ja gesagt, wir machen es mit D. In meinem Aufschrieb ist es immer noch mit L, aber ja, wir hatten gesagt, wir machen es mit D, damit man es besser lesen kann. Wir geben also die Gesamtlänge aller Blöcke an, damit man am Ende die Blöcke nicht mehr fallen lassen kann. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier so langsam richtig viel drin steht und wir echt extrem viel Platz verlieren, weil das geht ja alles von unserer Blocklänge sozusagen ab. Das heißt, am Ende dürfen die Nachrichten nicht mehr so lange sein, wie wir sie gerne hätten. Aber nun gut. Wir haben immer noch ein Problem. Und zwar folgendes. Nehmen wir einfach mal an, wir haben eine Nachricht M und eine Nachricht M' gleich. Und da kopiere ich einfach mal das alles hier.
Ach, komm schon. Also die Logik verstehe ich ja noch nicht so ganz, wie das alles gemacht wird. Okay. Hier muss noch ein Strich hin. Okay. So, wir haben eine Nachricht M und eine Nachricht M'. Die sind beide gleich lang oder haben beide auch dieselbe Anzahl von Blöcken. Und jetzt können wir einfach hergehen und sagen, wir tauschen Blöcke aus der Nachricht M mit der Nachricht M'. Zum Beispiel, ich kaufe einmal bei Amazon was ein für 1000 Euro und einmal kaufe ich was für 9000 Euro ein. Dann tausche ich einfach den Block M1 mit dem Block M1' und muss plötzlich statt 9000 Euro nur noch 1000 Euro bezahlen. Habe ich 8000 Euro Gewinn gemacht, nur weil die Mac nicht richtig berechnet wurde. Naja, das heißt, das geht auch nicht, weil wir hier irgendwie nicht klarkommen darauf, wenn solche Dinge ausgetauscht werden. Was machen wir also stattdessen? Wir hauen hier noch zusätzlich einen Random Identifier rein. Also irgendeine Zufallszahl, die mir eindeutig sagt, das ist jetzt die Nachricht. Und der wird jetzt, hier übrigens die falsche Klammer zugemacht, der wird jetzt einfach an die Nachricht, an den Tag vorne dran gehängt, zum mit überprüfen. Das ist völlig in Ordnung. Ich kann ja den nicht einfach hier ersetzen. Denn es gilt ja, dass ich meine Mac nicht fälschen kann. Das ist sozusagen die Annahme, wenn es um Macs geht. Ich kann die Dinger nicht fälschen. Das heißt, das, was hier drin steht, ist fix. Ich kann es nur angreifen, indem ich so von der Seite so ein bisschen versuche, Blöcke auszutauschen oder sowas. Also, das heißt, durch diesen Random Identifier sind wir CCA sicher geworden, weil wir jetzt eindeutig sagen, okay, die Nachricht ist diese Nachricht hier. Der Random Identifier, der wird in dem Tag mit übergeben und der ist eindeutig bei jedem einzelnen Block drin. Wenn ich den auch nur einmal nicht mache, dann kann ich diesen Block austauschen. Blöd gelaufen, das heißt, das darf ich nicht machen. Okay, also brauchen wir diesen Random Identifier, um die Nachricht eindeutig zu machen. Der wird dann einfach mit übergeben. Ich brauche die Länge insgesamt, damit ich nicht am Ende irgendwas wegfallen lassen kann. Und ich brauche das I, damit ich nicht einfach Blöcke vertauschen kann und natürlich die Nachricht selber. Dadurch ist jetzt unsere Nachricht insgesamt ziemlich zusammengeschrumpft. Und das ist ultra ineffizient, aber ich glaube, es erklärt so langsam, was so hinter so einem Mac dahinter steckt. Und ja, das nächste Mal zeige ich euch eine effiziente Art, wie man Macs berechnen kann. Entschuldigung. Allerdings auch ohne Beweis, weil der ungefähr in dem Buch, glaube ich, war er mehrere Seiten lang. Also wirklich 5-6 Seiten war das und das war nicht gerade einfach. Deswegen möchte ich euch den nicht zumuten und ihr dürft mir einfach glauben. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir diese neue, wunderbare Art angucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.